So, da rein. Hallo, geh da rein. Okay. Jetzt einmal hier durch. Wenn wir jetzt hier gerade ausgehen, kommen wir zu dem Rätsel mit den griechischen Symbolen. Da kommen wir ja nicht weiter. Aber da ist auch schon ein Haken dran, ne? Das ist ja interessant. Da dürfte eigentlich gar kein Haken dran sein. Weil der Raum ist ja noch nicht fertig. Interessant. Warum ist da ein Haken dran? Die Sache hat einen Haken. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht haben wir auch schon mittlerweile alle Gläser, die wir da oben reinpopeln können. Ich kann es halt nicht sagen, beziehungsweise... Es könnte schon sein, ne? Dass wir jetzt alle haben. So, warte mal, ich gucke nochmal gerade auf die Karte. Wo müssen wir jetzt hin? Wir befinden uns jetzt in den Raum und wir müssen durch die Tür. Und da, bei der Tür dann einfach quasi da einmal durch. Ach, das kann sein, dass wir nicht in die Tür reingekommen sind, weil wir da ein Item brauchten, was wir jetzt erst haben. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht drin gewesen. Guck mal gerade. Weil... Das war... Ja, genau hier. Oder? Welches waren das jetzt? Welche Tür? Die linke oder die rechte? Das ist theoretisch die linke. Oh. Okay. Ja, erst nochmal ein Kampf. Mann, ich will doch wissen, was in dem anderen Raum ist. Jetzt schmeißen wir doch nicht die ganze Zeit noch Gegner vor den Pelz. Ich komme doch da gar nicht rein, fällt mir gerade ein. Ich brauche doch die andere Statue noch. Und dafür brauche ich Wasser. Wo kriege ich denn Wasser her? Bin ich etwas überfragt? Kann ich... Ach komm, ich greife an hier. Nehmen wir den Klumpen da. Wie gesagt, es gibt wieder gut XP. So, warten. Aktion angreifen auf Klumpi. Klumpi, Licht aus? Nee, Klumpi noch nicht Licht aus. Aber er ist stumm. Schon mal gut. So, greifen wir Klumpi hier an. Oder auch Mettmann. So, Mettmann tot. Wunderbar. So, jetzt kommt das komische Uhrendingens dran. Ja, es war mir klar, dass ich nachladen musste, deswegen... Hat er nicht zweimal auf den Klumpmann geschossen. Gab es irgendwo einen Brunnen wegen dem Wasser? Ich kann mir das mit einer Woche Pause auch nie merken. Bei dem Brunnen waren wir gerade eben gewesen, aber da war nur unten Licht, da war kein Wasser. Wir haben außerdem auch gar kein Gefäß, wo wir Wasser reinmachen könnten. Das ist halt schwierig. Komm, noch einer stärker, okay. Zwei Käse. Wow. So, hier war das, glaube ich, mit diesen Figuren, ne? Hier müssen wir, ja, super, hier müssen wir die Figuren reindingsen. Okay. Die Drachenstatuette. Yes, wir haben es doch richtig. Ich bin doch richtig. Na cool. Etwas stimmt hier nicht. Ich möchte speichern. Ich möchte das speichern. Also bei Bosskämpfen möchte ich vorher speichern. Ich muss erst mal gucken, wo wir speichern können. Ach ja, hier in dem Raum. Nein. Ach, da muss ich erst wieder hochgehen. Okay. Wir gehen erst nochmal gerade die Treppe hoch und speichern oben nochmal, weil das mir zu heiß ist. Ich weiß, es ist... Da kommt ein Bosskampf, definitiv, weil... Ne? Etwas stimmt hier nicht, ist immer Bosskampf. Und, nicht, dass wir dann irgendwie failen und dann wieder irgendwas ganz viel machen müssen. Weil ich jetzt längere Zeit nicht gespeichert habe. Glaube ich. So, hier drinnen konnten wir speichern. Auch nur temporär? Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen temporär und richtig speichern hier ist. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde sich der Fortschritt hier nicht speichern oder so. Ich weiß es aber echt nicht. Keine Ahnung. So, okay. Haben wir gespeichert. Und dann auf zum Boss. Tempo wird wohl ein Quicksave sein. Ja, aber die Frage ist halt einfach... Also temporär, ja, Quicksave, aber...
was ist der Unterschied zwischen diesem Quicksave und dem richtigen Speichern, weißt du? Das ist halt etwas, wo ich mir sage, ich weiß es halt nicht. Erschließt sich mir noch nicht so richtig. Aber gut, ist dann halt so. Ich muss mal ins Heft reingucken, vielleicht steht's drin. Ich guck mal gerade, bevor wir da reingehen, gucke ich mal gerade. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Heilenstatus. Lesen, Option, Spielstände speichern. Temporäre Spielstände, hier steht's. Sie können einen temporären Spielstand abspeichern, wenn ein S-Symbol vor der Positionsangabe am unteren Bildschirmrand erscheint. Drücken Sie dazu die Kreistaste, während Sie das S-Symbol angezeigt bekommen. Hinweis, pro Memory Card kann nur ein temporärer Spielstand abgespeichert werden. QuickSave nutzt den Arbeitsspeicher der PlayStation und speichern auf der Memory Card. Nee. Also, das ist auch auf der Memory Card speichern. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Hier oben steht, über das Kloster Nemeton sind eine ganze Reihe Speicherpunkte verteilt. Wenn Sie einen solchen erreicht haben, wird das angezeigt. Manchmal werden Sie von Gegnern bewacht. In diesem Fall müssen Sie zunächst den oder die Widersacher besiegen, um danach den Spielstand abspeichern zu können. Jeder Spielstand belegt einen freien Block. Damit bereits gespeicherte Spielstände nicht unbrauchbar werden, dürfen Sie während des Speichervorgangs nicht die Konsole abschalten, die Reset-Taste drücken oder die Memory Card entfernen. Ich habe keine Ahnung, was. Also selbst im Heft steht es nicht drin, was temporär ist. Keine Ahnung. Etwas stimmt hier nicht. Ja, ich weiß. Komm, Bossgegner. Komm schon. Wo bist du? Hier? Da ist er. Boss-Time! Wer kommt denn? Was bist du denn? Bist du hässlich. Es hat 4 Möpse. Nicht, kein Quicksave wie bei Oddworld. Nee. Es ist richtiges Speichern auf der Memory Card, aber was genau der Unterschied jetzt ist, ich hab, wie gesagt, keinen Plan. So. Ich kann nicht angreifen? Achso, scheiße, ich stehe zu nah. Ich stehe zu nah, ich bin eins zu weit gegangen. Shit. Oh, sie hat natürlich wieder keine Muni. Mann. Warten. Okay, er macht einen Magieangriff. Oh, ist dieses Vieh hässlich, ey. Oh Gottes Willen. 3 Damage. Wow. Da machst du dich aber auch. Ne? Damit rühmst du dich jetzt auch, ne? Ich bin vergiftet. Okay, ja gut. Aber jetzt aber nur einmal getroffen. Mit 117 Damage. Okay. Der Knockback ist ganz gut, dann brauche ich wenigstens keine Aktion verschwenden. Danke. Na gut, er macht jetzt nicht so viel Damage. Er ist halt eben auch kein Magier, ne? Muss man ja dazu sagen. So, angreifen. Schieß mal auf das Vieh. Schießt jetzt immer nur einmal. So, und Kudelka kann jetzt nicht angreifen, weil Edward im Weg steht. Gibt das nicht aufgescheuerte Knie? Sag mal. Au. Also ich würde jetzt schon sagen, es gibt aufgescheuerte Knie, oder? So, ich stelle mich mal hinter James. So. Der könnte dann so 5000 HP ungefähr haben, denke ich mal. 4.000, 5.000. Nett. Ach, es bringt alles nichts. Okay. Bin ich jetzt für die Bossgegner schon ein bisschen zu OP? Das ist mal doof gefragt. Okay, wenn sie solche Angriffe machen, dann nicht. Offensichtlich. Autsch. Also physische Angriffe muss man noch ein bisschen leveln, dass wir dem irgendwas entgegenzusetzen haben.
mal einen Schritt nach hinten. Und angreifen. So, okay. So, du machst mal einen Magieangriff bitte. Und zwar Megalith. Das klingt auch so eklig, was das Viech macht. Aber es ist trotzdem nicht gut für deine Knie. Du solltest das nicht so häufig machen. 396, kann ich auch drauf schießen. Bringt fast genauso viel. Okay, ich bewege mich hier rüber. Macht wieder einen Angriff. Magieangriff. Aber kann er ruhig machen, weil dagegen sind wir ein bisschen resistenter. Ein bisschen resistenter. Nicht viel, aber ein bisschen. So, angreifen. So, warten. Weiter nach hinten kannst du mich nicht kloppen, das weißt du. Ich frag nur. Okay, dafür bist du jetzt einen Schritt nach vorne gegangen, um Edward zu treffen. Anstelle James. Naja, egal. Spaß ist, was du draus machst, ne? Ich kann ihn jetzt nicht angreifen, weil er zu nah steht. Na gut. Jetzt müsste es aber gehen. Nee? Warum kann ich ihn jetzt nicht angreifen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich nicht schräg anpieksen kann? Doch, müsste eigentlich gehen. Ich muss auf jeden Fall gleich heilen. Ich muss das nächste Mal, wenn Kudelka dran ist, muss ich anfangen, die Party zu heilen. Auf jeden Fall. Könnte ein bisschen länger dauern, bis wir mit dem durch sind hier. Na. Denk dran, Knockback funktioniert nicht. Bin schon ganz hinten. Dass diese Aktion alle trifft, obwohl die so weit weg sind, ist interessant. Ja, ne? Kann ich halt nicht. Dann gehen wir hier rüber. Ich kann wahrscheinlich nicht angreifen, weil ich stumm bin. Ja. Ich bin stumm. Okay. Erstmal ein Käse. Ich glaube, der heilt mich. Würde ich jetzt zumindest... Ja, der heilt auf jeden Fall. 250 aber nur. Ja gut, besser als das andere Ding. Also besser als das Brot. Ich glaube, Brot heilt nie ganz so viel. So, Kudelka. Magieangriff. Jetzt machen wir bitte einen Tornado auf das Vieh. Ich bin mal gespannt, was das bringt. So, Angriff. Er kann nicht angreifen, weil er scheinbar keine Munition mehr hat. Jetzt kann er aber... So, einmal Tornado bitte. Mal gucken, was das bringt. Boah, ist ja lächerlich. Kann ja normal angreifen, bringt mehr. Warten. So, wir greifen dich nochmal an. Klumpmann. Sehr schön, zwei Treffer. Das war gut. So, Edward ist noch stumm und er hat auch nur noch... Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte an HP. Na gut. Ich dachte jetzt gerade, ich muss ihn irgendwie nochmal heilen. Aber dadurch, dass ich eh gerade nicht angreifen kann, kann ich auch nochmal Käse essen. So. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir unsere Stummheit gleich geheilt bekommen. Ansonsten müssen wir alle Heilmittel nehmen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. So. Okay, ist immer noch stumm. Schade. Oha, jetzt wird's nass. So, Aktion, angreifen. Schieß mal auf das Vieh. Da geht er.
Down? Ja, da ist er down. Okay. Medusa down. Soll ich mal gucken, wie das Vieh heißt? Ich kann mal gerade gucken. Moment. Ich hab's bestimmt noch offen. Ja, habe ich noch offen. Und zwar heißt es, warte. Da war er. Wie heißt der Vieh? Ein Chimera. Sein Name ist Chimera. Sein Name ist Programm. So, Konstitution zweimal. Geschick zweimal. Okay. Noch ein Level up. Okay. So, warte mal, was macht nochmal Stärke, Gesundheit, Schnelligkeit, Zauber, maximal Zaubererfolg. Dann muss ich Stärke weiter leveln, weil das hält physischen Schaden ab. Ja, komm. So, okay. Ja. Yep. So. Noch ein Level-Up. Halt. Okay. So, Tim hat geschrieben. Habe wegen dem Save eben nur halb gehört. Sorry. Wenn es wer schon gesagt hat, temporäres Speichern ist nur ein Save pro Card, der immer wieder überschrieben wird. Und das geht in allen Räumen, die unten im Rand ein S haben. Achso. Scheiße, was war das jetzt für ein Item? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Verdammt. Was war das jetzt? Also man kann halt wirklich, okay, also eine temporäre Save geht wirklich nur ein einziges Mal auf der Memory Card, das heißt, du kannst halt nicht zwischendurch irgendwie nochmal einen Rettungssave sozusagen machen, wie das bei manchen Spielen theoretisch machen müsstest. Das heißt, da kannst du immer drauf speichern, aber halt eben keinen Zwischenstand nochmal davon machen, so ein Backup sozusagen. Das ist damit gemeint, okay, ja gut. Statuenkrone. Eine mit Amethysten und großen Perlen besetzte Krone, die zu groß ist, um von einem Menschen getragen zu werden. Sie scheint zur Dekoration einer Statue gedacht zu sein. Okay, und hier haben wir jetzt ein... Ich hab doch gerade aus dem Kampf gehabt. Willst du mich jetzt verarschen, Spiel? Und dann noch gegen eine Schabe? Das ist ja schon ein bisschen frech. Aber danke für die Erklärung, Tim. Jetzt habe ich es auch kapiert. Gut, 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 gut. Also man kann den nur einmal speichern. Beziehungsweise ein Speicherstand pro Karte. Wenn du mehrere Memory Cards hast, natürlich okay. Dann kannst du dir natürlich mehrere Backups machen, sozusagen. Mehrere Rettungssaves. Hast du das nicht, bist du aufgeschmissen. Dieser Ort erstrahlt in einem überirdischen Licht. Das Weihwasser scheint ihn gereinigt zu haben. Oder scheint dich gereinigt zu haben. So. Genau, Speicher. Hier sieht man's. Speichern, überprüfe Memory Card. Und hier kann man dann jetzt theoretisch mehrere Saves auswählen, was bei dem temporären Save nicht funktioniert. Offensichtlich. Okay. Gut. Weiß zwar nicht, was das für einen Sinn macht, aber na. Dann ist das halt so. So. Da ist doch noch irgendwas. In den Zwischenräumen der Regalwand wächst eine ungewöhnliche Pflanze. Du spürst, dass eine schwache Schwingung von ihr ausgeht. Cutscene. Hier ist Mylius und Lambsprick und Kunrads Amphitheatrum Sapientae Eternae. Was für eine Büchersammlung. Ich hätte da eine Frage. Was sind das für Bücher? Klassiker über Mystizismus und Alchemie. Altertümliche Wissenschaft. Wirklich verlockend. Alles darüber, wie man aus Blei Gold macht. Alles Hirngespinste, machthungriger und habgierige Schwindler. Aber zwischen dem Schund finden sich durchaus wertvolle Werke über Experimente zur Bestimmung der Naturgesetze, Prophezeiungen, dass einst alle Menschen gleich behandelt werden. Gottes Wille. Heutzutage längst überholt. James, was soll das... Hermetik, Kabbala, bedeutungslos. Warum? Warum ist es nicht hier? Was? Wo kann es bloß sein? Suchen Sie etwas Bestimmtes?
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Sie verstehen was nicht, ich verstehe was nicht. Worüber regen Sie sich so auf? Sie verhalten sich wirklich seltsam. Hören Sie auf mit dem Theater und sagen Sie uns, was los ist. Diese Art gefällt mir nicht. Wir haben alle unsere Gründe. Mischen Sie sich nicht in meine persönlichen Angelegenheiten. Muss ich nach deinem Sinn dir Antwort geben? Bringt jedermann das um, was er nicht liebt? Wer hasst ein Ding und brächt es nicht gern um? Und ich dachte, Gesetzlose lesen nur einfältige Poeten. Sie zitieren Shakespeare. Sie sind gebildeter, als sie aussehen. Damit wären wir schon zwei. Shots fired. Sehr gut. Oh, ich mag ihn. Ich mag beide. Also irgendwie diese Dialoge zwischen beiden, das ist schon diese Wortgefechte ist schon geil. Also schon großartig. Ja, schwache Schwingung. Aber wir können damit nichts machen. Gibt's hier noch irgendwas, außer dass wir jetzt die Krone davon haben? Was auch immer wir mit dieser Krone anfangen sollen. Wir müssten doch theoretisch jetzt fast alles für diese olle Statue haben, oder?